Börse Bamberg TV. Pressekonferenz. Viertes Viertelfinalspiel, Brose Bamberg gegen die MAP-Riesen Ludwigsburg. 87-84 der Endstand in der Serie, damit 2-2. Wie schon vor zwei Tagen, so heute zu meiner Rechten der Gästecoach Sean Patrick, zu meiner Linken der Cheftrainer von Brose Bamberg, Jörn Reuerkers. Auch heute hat das erste Wort der Gästetrainer. John, Ihr Statement zum Spiel, bitte. Ja, nochmal, ich möchte Johann und der Bamberger Mannschaft gratulieren. Es war ein verdienter Sieg. Ich bin stolz, wie wir reagiert haben von diesem Debakel am Sonntag. Aber am Ende, in der vierten Viertel, haben wir die nötige Energie gehabt. Aber wir müssen besser verteidigen, müssen besser Ball passen. Hat ein Problem heute, Bennett Hunt und David Kravish zu kontrollieren. Barry hat geholfen, bin froh, dass er zurück ist nach seiner Verletzung. Der kann helfen, aber wir müssen besser verteidigen. Am Ende 2-2 und Do-or-Die-Game in zwei Tagen. Danke, John. Johann? Ja, danke, JP, für die Gratuliere. Ich denke, dass beide Mannschaften heute die Sieg verdient hatten. Im vierten Viertel sind wir eigentlich eingebrochen. Ich glaube, dass wir dann am Ende das Glück hatten mit die Dreier von Larsson, der reingegangen ist. Anders dann denke ich noch, dass das Ergebnis heute anders ausgibt. Aber am Ende Top-Leistung von meiner Mannschaft. Und jetzt gehen wir sehen am Donnerstag, was es gibt. Danke, Coach. Frage an Ihrerseits. Peter Seidel, Bennett Hund, nicht nur Dreier, sondern auch defensiv richtig gut gearbeitet. Ja, ich glaube, dass Bennett über allgemein eine gute Playoff-Serie macht. Der Junge ist 22 Jahre. Ja, der wird jeden Tag besser, jeden Monat, jedes Jahr. Er macht natürlich noch Fehler, weil er so jung ist. Und das kostet auch manchmal uns etwas. Aber es ist ein unglaublich harter Arbeiter. Ich kenne Bennett jetzt schon vor 2 Jahren natürlich. Es ist nicht das erste Mal, dass er so ein Spiel abliefert. Hoffentlich kann er das wieder am Donnerstag auch machen. Bertram Wagner? Ja, hast du mich gehört? Ich habe das gesagt nach dem Spiel. Wir haben das Spiel im dritten Viertel verloren mit zu viel Einzelaktionen und auch wieder die Inside-Play von Kravish und Bennett Hunt 1-1. Für Jalen, er hat eine super Saison gespielt und natürlich wird jede Mannschaft auf ihn konzentrieren. Und wie es jemand gesagt hat, das war gute Verteidigung. Aber in 2 Tagen ist es ein entscheidendes Spiel und ich glaube, er und jeder von uns will es besser machen. Abschlussfrage. Barry Brown ist einfach ein Topspieler. Ich meine, das ist nicht das erste Mal, dass er gegen uns so losgeht. Hat er hier auch im Saison auch schon gemacht. Und natürlich, wir wussten nicht, dass er heute spielte, so war ein bisschen überrascht. Aber so Spieler wie Brown sind schwierig im Griff zu bekommen, weil die eigentlich alles können. So, ich hoffe, dass wir nächstes Mal ein bisschen besser eingestellt sein. Ja, wir wissen, oder wir erwarten, dass Brown dann geht spielen. Und hoffentlich können wir dann einen besseren Job machen. Okay, dann Dankeschön. Danke. Bis Donnerstagabend, alter Frische, 18:30 dann in Ludwigsburg, Spiel 5. Bis dahin, ciao, servus. Yeah, have a good trip. Brose Bamberg TV. Pressekonferenz.